Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hau ab. Okay, keine Munition mehr dafür. Aber ich habe noch ein paar Pistolenschüsse. Ah, deiner scheint wohl eine Waffe zu haben. Who wants it? Jupp, die Schrotflinte gefällt mir eindeutig. Hat sich da einer wegteleportiert? Oh ja. I'm from Las Vegas and I say kill them all. Kill them all? Ja, immer hinten aufpassen. Eieieiei. Ja, jetzt beginnt richtig die Scheiße hier am Dampfen. Hier überall. Ja, ja, feige Sau, weg, weg teleportieren und dann denken, ich werde nicht auf euch achten. Ah, er ist weg. Okay, gut. Musik ertönt. Wo jetzt? Na super, wo jetzt hin wieder? Ah, da. Ah ja, diese blinkenden Sachen, die sind manchmal so offensichtlich, wenn man die direkt übersieht. Oh fuck, aus Versehen geschossen. Oh, nett, ein Auto. Ah ja gut, jetzt kann ich die Steroide nehmen, aber die habe ich schon einmal, also darf ich keine zweiten fahren. Und ein Jetpack-Mann. Wer sich teleportiert, ja. Oh mein Gott. Nerv, nerv, nerv. Oh, jetzt sind sogar zwei geworden. Vervielfachen sie sich, wenn die sich wegteleportieren oder was? Weiter tot. Der teleportiert sich wieder weg. Der weicht aus. Noch ein Schweinchen. Au, 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 au. Au, au, au. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Take a teleport to hell. Ja. Ich aber auch bald, wenn ich nicht so... Oh, Hilfe. Kung-Fu-Schweine. Oh. Mein Gott, wie viel Energie die haben. Okay, gut, ich denke, wenn dieses Signal ertönen heißt, wir haben alle Gegner gekillt und können weiter. Ja, ich hoffe, euch wird das Let's Play sowieso schon gefallen. Allein, weil es schon Duke Nukem ist. Aha, okay, gut. Entweder hier rechts, rüberspringen. Gut, haben wir geschafft. Shark Reef. Lady Killer Part 3. So, ich denke, das wird dann so sein, dass einfach ein Kapitel sind und dann in Parts unterteilt die einzelnen Segmente. Ich denke, damit das sozusagen in-game nicht immer laden muss, haben die dann einfach mal ein großes Areal immer, dass sie laden. Und dann mal sehen. Au! Ja, ganz schön übersehen, dass man jetzt schon wieder weitermachen kann. Ah, wieso werden wir eigentlich immer so weit wegteleportiert? Wieso? Weißt du das? Weißt du das? Nee, anscheinend nicht. Das hättet ihr es mir bestimmt gesagt, bevor ich euch geschossen habe. Ha! In your mouth! Ja gut, die klassischen Sprüche sind natürlich geblieben vom Duke, womit man den eigentlich lieben lernt, weil man konnte nie sagen, oh ja, super, Duke Nukem 3D war so das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe, sondern es war einfach nur das Spiel, was böse war.
Man hat Frauen gesehen, sie gerettet, sie erschossen. Duke, General Graves is waiting, buddy. Looks like you gotta use yourself to get up. Use yourself. You see what I did there? B A S D. Come on, buddy, get on up here. What are you waiting for, Hanukkah? Use your own arm. I mean his arm. Never mind. Okay. Wohin soll ich denn schießen mit meinem Arm? What? You don't want to touch yourself? Get up here. Oh, du bist mir auch keine Hilfe da oben. Need to give yourself a hand? Okay. Ja, wie kommt man jetzt hoch? Na, ich denke, alle wissen, wie das Rätsel geht, nur ich stelle mich jetzt hier so dumm an. Also wir müssen uns selber benutzen, damit wir hochkommen, okay. Warte mal, die gehen hier alle runter. Soll ich was anschießen? Ja, super. Der gibt mir ja nicht mal eine Hand zum Festhalten. Remember kids, I'm a professional. Don't try this at school. Okay, 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 okay. Also, irgendetwas Hohes muss auf der sein. Ah, ich denke, die zweite Waffe muss dann so gezielt sein, dass man da irgendwie hoch kann. Ist doch gar nicht so hoch, oder? Immer noch nicht. Eieieiei. Was los, was los, was los? So, gute Frage. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? So, ich denke, bevor ich euch weiter malträtiere mit meinem Nichtskönnen, ich mache mal jetzt einen Cut und schneide mal wieder rein, wenn ich das herausgefunden habe. Also bis dann. So, ich habe das Rätsel gelöst. Wenn man nämlich W oder S, hebt Duke seinen Arm.
Super, okay. Dann versuchen wir jetzt mal und schaffen es auch. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, 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 hopp. Oh, und jetzt bloß nicht runterfallen. Graves is waiting in the lobby. The main route's blocked, but you can use the service hallway over there. Okay. Enemy spotted! Oink-oink, bitches! Ja, super. Das hat mir doch eh nicht geholfen. Na, vielleicht irgendwelche Goodies hier? Nee. Anscheinend hat sich hier nur das Schwein versteckt. Und runter. Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht diese Mine, die kennt man schon aus den ersten Parts. Das sind so gerne die Fallen, in die man reinrennt und plötzlich so explodiert. Aber habe ich irgendwie nicht einen Müllsack oder irgendetwas, was ich packen kann? Aber ich denke, hier muss ich einfach nur drunter kriechen. Hier muss ich drüber springen. Take that, you dirty rat. Ach schade, ich hätte die packen können. So. Und dann werfe ich sie jetzt in die Mine rein, hier. Das hast du nur, eine kleine Ratte. Dafür, dass du mich, als ich klein war, angegriffen hast. Na super. Spawnt die wieder? Nein. Oh, use. Ah, okay, gut, das sind wohl diese Ammo-Crates, wie in der Demo. Ah, super. Ah. Okay. Schweine haben wohl gelernt, Minen zu werfen. Weil es nicht gut, zu nah in Explosionen zu stehen. Oh, wo ist das scheiß Schwein, was mir hier den ganzen Ärger macht? Was haben wir denn hier? Okay. Anscheinend kann man nur eine davon haben. Get ready, here they come. I smell bacon. Okay, gut, das sind 300 Soldaten. Und eigentlich fixieren sich eh alle auf mich. I wonder how many pork chops I can make out of you. Now we can cause some damage. You don't say cause some damage around Duke Nukem, man. You say we're gonna go bust some balls or tear shit up or something like that. Oh, right. Let's rupture some spleens together. Why are you such a douche? Oh wow, sogar Duke Nukem verarschen im eigenen Spiel. Heads up. Okay, dann warten wir mal auf den gespannten Kampf im nächsten Part. Bis gleich.